Und hier sind gar nicht so viele von denen. Wo sind meine Türme? Da ist Silver Topaz Tower. Ja, das war der Blutschank. Und ein Strommast, der auch nicht unbedingt weg sollte. Aber wurde schon ersetzt. Das ist nett von euch Robotern. Ich glaube, ich sollte hier einfach die Finger von lassen und die Roboter das machen lassen und die Türme. Ich zerstöre nur. Komm mal runter und schmeiß mal das Ganze, das da weg. So, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ja. Und hochgehen und die anderen Sachen wieder einsacken. Restlichen Tungsten. Weil momentan ist die Dingens oben unbewacht. Ich setz mal dich hier neu, dich neu. Das alles hier. Die habe ich nicht aufgehoben. Weil ich zu viel Tungsten dabei hatte. Okay. Dim, 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 dim. Sammel die Türme bitte auf. Die sind... Was? Die sind alle einzeln und beschädigt und... Ugh. Okay. Fast alle. Alle. Die muss ich jetzt zu Hause überall aufstellen, damit die Roboter die reparieren. Damit ich sie einheitlich stacken kann. Also einfach irgendwo hier. Die hinstellen. Die hinstellen. Hinstellen. Noch irgendjemand beschädigt? Unsere Rüstung, ja, aber die kann ich reparieren. So, dann alle einsacken. Und zu der nächsthöheren Stufe weiterverarbeiten. Hey. Bronze. Warum werden die Bronze Sapphire Tower nicht verbraucht? Sehr kurios. Sei es drum. Tungsten da rein. Du raus. Du raus. Klappt soweit alles gut. Wir haben gut Alien-Attrakte gesammelt. Allerdings muss ich halt wirklich sehr vorsichtig sein mit meiner Waffe. Vor allem in der Nähe von meinen Konstruktionen, weil die sind so schnell kaputt. Oh ja, schön aufstufen. Die Forschung von den Produktivitätsmodulen zieht sich etwas. Na gut. Es fehlt Soul da, weil ich es nicht angefordert habe. Okay. Dann ist ja gut. Ich hätte mich schon... Nicht geholt. Schon alles auf dem Weg. Ja. Danke für 203 Golddraht, das ich nicht brauche. Tu Golddraht weg. Das auch weg. Das sind das auch weg. Was wollte ich gerade? Ja, also ich muss vorsichtig sein draußen. Und ich sollte die Dinger hier noch ein bisschen beschleunigen. Weil wir brauchen recht viele von den Produktivitätsmodulen jetzt. Damit ich die ganzen Alien-Artefakt verarbeitenden Sachen und auch andere Sachen auf Produktivität trimmen kann. Irgendwas wollte ich hier gerade reinschmeißen. Genau, die da. Muss nach unten gebracht werden. So, du arbeitest nicht, weil... Hier auch Solder fehlt? Nee, Logic Boards. Und Logic Boards fehlen Integrated Chips. Und Integrated Chips werden hier gar nicht hergestellt. Sondern die braucht dann wahrscheinlich Ferric Solution. Gucken wir oben nach. Nee. Oh Gottchen. Die brauchen Schwefelsäure und die haben noch eine gelbe Fabrik. Ja, kein Wunder, dass sie nicht hinterherkommen. Hier, go. Und wir haben nicht genau Schwefelsäure. Oh oh. Doch, wir haben genau Schwefelsäure. Und die Schwefelsäure kommt da nicht an. Das ist die falsche Fabrik. Ja, die müssen auch noch richtig gedreht werden. Könnten dich auch schneller machen einfach nur, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Weil ich weiß nicht, wie viel fester Schwefelsäure wir im System haben.
Es ist trotzdem irre langsam. Die wie heißen die jetzt überhaupt? Die Integrated Electronics, die brauchen wir für sehr viel Zeug, ne? Ja. Sollten wir also eigentlich verdoppeln. Mal so. 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 Dreh dich. Ja, mit der Schiffersäure müssen wir jetzt nachgucken. Wird die überhaupt noch irgendwie dahin gebracht? Also, sind das jetzt nur die Reserven von den Schwefelsäurefässern oder? Du kriegst kein Eisen und kein Schwefel. Warum kriegst du kein Eisen? Achso, weil hier genug Schwefelsäure drin ist. Du hast genug Schwefel und du hast genug Eisen. Ja, das ist also unsere Schwefelsäureproduktion. Gut, da gibt es keinen Mangel. Da sollte es auch halt so schnell keinen Mangel geben. Das ist alles in Ordnung. Gut, die mal weg hier, die irritieren nur. Genauso wie dieses Zeug da. Das heißt, die sollten jetzt schnell genug oder schneller zumindest als zuvor hergestellt werden. Jo, schaut sehr gut aus. Dementsprechend haben wir dann auch wieder mehr Logic Boards. Und mit mehr Logic Boards haben wir bessere Produktivitätsmodule. Mit den besseren Produktivitätsmodulen können wir unten die Alien-Artefakte produktiver gestalten. Schön. Erstmal, ihr wart schon alle 5. Du. Komplett 5. Dann kannst du jetzt auch wieder anfangen zu arbeiten. Mit plus 125% Produktivität. Ja, das... Ich nehme die mal raus. Die Idee... Und die lassen wir erst laufen, wenn wir später irgendwann wirklich so viele Alien-Artefakte haben sollten, dass das gar nicht mehr relevant ist. Nicht mehr wirklich. Genau. Die, wobei, behalten wir ein paar. Damit wir weiter aufstufen können. Die Rüstung hatte ich jetzt noch nicht erforscht, oder? Doch da. Da bräuchten wir 5 Electronic Processing Boards. Welche? Achso, nee, das sind blaue Chips, richtig? Ja, blaue Chips. Wollte ich eigentlich noch gar nicht. Aber gut, wir hätten gerne hier... Jetzt die blauen Chips, automatisiert. Du stellst bitte her... Multilayer Circuit Board, das klingt abgefahren. Aber nein, das hier hätten wir ganz gerne. Und du brauchst viel Zeug. Ja, gucken wir gleich mal. Also du brauchst so ziemlich alles von den Bob-Elektro-Kram. Das da, das da. Das da. CPU glaube ich auch. Und Integrated? Ja, Integrated und CPU. Und dann noch das Multilayer-Ding. Und danach schrauben wir die Sachen ein bisschen runter. So. Damit die Puffer da nicht zu groß werden. So, das sieht doch okay aus. Mangelt es an irgendwas? Basic Electronic. Ich sollte einfach alles mehr aufmotzen, oder? Dass wir von allem mehr haben. Jetzt sind die hier zu langsam. Oh, weil nicht genug Carbon kommt. Wo kommt denn Carbon her? Momentan... Nur hierher. können wir Carbon inzwischen replizieren? Haben wir ein Replizierding dabei? Gehen wir hier oben hin zu dem Holz. Das ging ja einigermaßen auf. Kannst du... Nein, du kannst kein Carbon replizieren. Geh mal dahin. Carbon. Geht nur in den chemischen. Die chemischen Waren... Das sind Electronic Mixing. Das sind keine chemischen. Haben wir einen extra Platz für chemische Schmelzöfen? Bau mal. Hier, die Electronic Chemical Dinger. Also das hier sind die normalen Schmelzöfen. Ganz, ganz viele davon. Hier unten sind die Electronic Metal Mixing Schmelzöfen.
Aber chemischer Rauch. Da unten ist Doppel 1, aber die gehört da eigentlich gar nicht so wirklich hin. Na gut, setzen wir dich mal dahin. Machen das Spiel mit den Kisten. So, und du stellst jetzt bitte her. Carbon, dafür brauchst du Wasser. Wie ich das hasse. Haben wir noch kleinere Pumpen? Nein, das sind schon die kleinen Pumpen. Muss ich jetzt irgendwo ein System machen für... Da wäre Wasser. Ist auch nicht schön. Könnten die Metal-Mixing-Dinger da... Gibt es noch ein Rezept dafür? Hier ist ein Carbon-Rezept. Ne. Okay. Okay. Dann muss es halt erstmal nicht gut aussehen, sondern läuft einfach nur so. Du machst bitte Wasser. Du forderst bitte Cola an. Das war's. Und du läufst bitte super duper schnell. Reinlegen ist okay, rauslegen ist okay. Da kommt das ganze Carbon. Ja, wie gesagt, nicht schön wegen dem Wasser, dass wir uns da jetzt wieder was Neues einfallen lassen werden müssen. Aber es kommt erstmal wieder mehr und wir brauchen einfach noch schnellere Chemical Furnaces. Das heißt, sobald das durch ist, gehe ich in die Richtung. Also ich bleibe noch kurz hier stehen, damit ich es nicht vergesse. Die Forschung müsste ja eigentlich demnächst durch sein. Wofür bist du? Du bist für gar nichts. Cobalt Steel Plate? Rubber? Wo kriegen wir eigentlich gerade Rubber her? Da oben aus Resin, okay. Glas? Haben wir da? Alien Tech Lab. Habe ich noch gar nichts mitgemacht, ne? Ja komm, du machst jetzt mal Alien... Oder kann das normaler Schmelzofen auch? Ja, kann auch normalen Schmelzofen gemacht werden. Die Forschung braucht doch länger, als ich dachte. Nee. Gut, wir nutzen mal die Zeit und verteilen weiter Türme. Also denk dran, du willst bessere Electric Chemical Furnace bauen. Du willst bessere Electric Chemical Furnace bauen. Du willst elektrisch besser irgendwas bauen. Hier sind ganz schön wenig Türme. Aber eigentlich wollte ich noch weiter Westen das haben, weil da kamen die Angriffe regelmäßiger. Sag ich ja. So, forschungsfertig. Bessere Electric Chemical Furnace. Die wieder irgendein doofes Bild haben, das sie nicht erkennen. Nein. Das ist ein Thermal Power Generator. Alien Fragments. Das ist eine Chemical Plant 3. Das ist auch ganz schick, ja. Aber nicht das, was ich haben wollte. Bessere Electrolyzer wären auch nett, aber auch nicht das, was ich haben wollte. Nuklear, nein. Electric Multipurpose Furnace. Ist, also es braucht ein Electric Chemical Furnace. Also kann es vielleicht beide Rezepte von Chemical und Electric Chemical? Nein, Chemical und dieses Legierungsding. Was auch immer das auf Englisch heißt. Aber ja, das müsste das Richtige sein. Geh mal hier Research. Du kriegst noch einen Turm, du kriegst noch einen Turm. So, hier bitte aufstufen. Ganz schön weit, was sie fliegen müssen. Jo.
Müssen jetzt einmal hinfliegen zum Abreißen, dann fliegen sie zurück und... Ah ne, der nächste Trupp kommt und legt die Sachen schon.